Willkommen zusammen. Welcome, everybody. Today, I have a German story I'm going to read to you. This is an exciting story about German backpackers and what it's like to be an American hiking with a group of Germans through the Alps. You won't want to miss a second of this hilarious story. So grab your coffee and pull up a seat, German learners. <music> The story is best for intermediate to advanced German learners. But if you have trouble understanding, turn on the subtitles and see how many words you can understand. Let's get started with the story. I call this story Der Gipfel or The Peak, The Summit. Viele Wanderer packen so wenig wie möglich ein und versuchen, das Nötigste für eine Reise mitzunehmen. Aber das Wandern mit meinen deutschen Freunden war etwas anders. Sie packten, bis ihre Rücksäcke aus allen Läden platzten. Echte Deutsche nehmen alle möglichen Kleidungsstücke mit auf eine Wanderung. Birgit, meine Freundin, öffnete ihren Laptop und zeigte eine Excel-Tabelle mit dem Titel Tageswanderungsgrundlagen für Ausflüge außerhalb der Ferien. Warum bringst du so viel Zeug mit? fragte ich als meine Wanderfreundin ein drittes Paar Socken in ihren Rucksack steckte. Weil man nie weiß, was passieren wird, antwortete sie sachlich. Du könntest weitergehen und dann plötzlich ein Loch in der Zehenspitze deiner Socke haben. Meine Freundin erklärte, wie wichtig es ist, nicht nur ein zusätzliches Paar Socken mitzubringen, sondern zwei weitere, weil es einer nass wird und einer zerrissen wird. Das Wetter war perfekt, sonnig, mit einer kühlen Riese, und die Wanderung begann relativ normal. Wir trafen uns am Ausgangspunkt und starteten als Vierergruppe. Johann war gebürtiger Deutscher. Er liebte sein Land und wanderte gerne in den Alpen. Johann war kein Mann, der vor Herausforderung zurückschreckte. Johann hatte auch ein Zelt dabei, damit er bei starkem Regen oder Schnee Unterschlupf suchen konnte, obwohl wir beides nicht vorhatten. Birgit und Heinrich waren zwei deutsche Backpackern. Sie wanderten sechsmal im Jahr durch die wunderschöne Bergwelt Deutschlands. Sie liebten die Natur und wanderten gerne mit ihren Freunden oder allein. An diesem Tag trugen sie scheinbar ihre gesamte Garderobe. Meine Freundin Birgit, sie trug drei Hosen, vier Hemden übereinander und darunter eine Wollweste. Meine deutsche Freunde und ich machten uns auf den breiten, gut markierten und gepflasterten Weg. Unsere Rücksäcke waren schwer, aber wir haben uns nicht beschwert. Wir haben durchgehalten. Die Deutschen laufen mit voller Kraft geradeaus und behalten ihr Ziel im Auge, den Gipfel zu erreichen. Es ist keine Zeit, nach rechts oder nach links zu schauen. Sie blicken geradeaus. Die Berghänge hinauf, zu den Gipfeln, die sich wie weiße Wachtürme gegen den blauen Himmel abheben. Die Gipfel sind stark mit Schnee bedeckt und warten darauf, dass die Deutschen kommen und sie mit ihrer großen Höhe und ihren schroffen Felsen herausfordern. Und die Deutschen gehen weiter. Sie sprechen nicht. Schließlich erreichen wir eine Lichtung mit Picknicktischen und Grills. Sie sagten mir, dass sie genau das wollten: einen schönen Ort, um zwischen den Wanderungen. Eine Mittagspause einzulegen. Was mich betrifft, fand ich die ganze Mühe nicht wert. Es muss eine Herausforderung sein, das jedes Wochenende zu machen, kommentierte ich, während ich versuchte, mir mit einem Taschentuch den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen. Wandern sollte nicht einfach sein. Es geht darum, die Natur zu sehen, antwortete Birgit und nahm meinen Kommentar übel. Als wir uns zum Mittagessen hinsetzten, fingen einige meiner deutschen Freunde an, ihre Lebensmittelvorräte auszupacken, aber nicht irgendwelche Lebensmittelvorräte. Sie brachten einige der explizitesten Lebensmittel mit, die ich je auf einer Wanderung gesehen habe. Wie Salate, Sandwiches mit allen erdenklichen Würstbaren, Würstchen, Obst. Käse, Nachttische. So etwas hatte ich noch nie gesehen auf einer Wanderung. Heinrich hatte angehalten, um den Knopf wieder an sein langärmliches Hemd zu nähen. Wir warteten auf ihn, damit wir zusammen zum Mittag essen konnten. Aber im Ernst. Er brauchte über eine Stunde, um den kleinen Knopf anzunähen. Als er endlich ankam, war ich sehr hungrig und ich war sehr verärgert darüber, wie lange er gebraucht hatte, um sein Hemd zu reparieren. Kaum war er angekommen, konnten wir endlich essen. Aber es dauerte nicht lange, bis meine deutschen Freunde anfingen, mir zu sagen, dass ich alles falsch mache. Meine Kumpels wollten ein paar Dinge heraus. Teller, Besteck, Servietten, einen Flaschenöffner und sogar biologisch abbaubare seife einer von ihnen benutzte sogar ein tragbares mikroskop, um nach bakterien zu suchen auf das brot und der andere ließ sie nicht, da er glaubte das gerät sei selbst kontaminiert. johann begann mir zu erklären, wie man den tisch richtig deckt. die gabel kommt auf die rechte seite des tellers, links vom messer. Dann legst du den Suppenlöffel wie die linke Seite des Tellers. So. Woher weißt du das? habe ich gefragt. Meine Mutter hat es mir beigebracht, sagte er stolz. Und davor meine Großmutter. Jetzt zeige ich dir, wie weit du die Wassergläser von den Weingläsern wegstellen kannst. Aber warum müssen wir all diese Dinge verwenden? habe ich gefragt. Ich meine. Was ist falsch daran, nur eine Gabel zu benutzen? Das ist nicht hygienisch, sagte Birgit scharf. Wenn du Utensilien nicht richtig benutzt, wirst du krank. Ich hob eine Augenbraue. Ist das richtig? habe ich gefragt. Ich aß mein einfaches Sandwich, während sie amüsiert zusahen und über meine unkonventionellen amerikanischen essgewohnheiten kischen. nach dem abwaschen mit der biologisch abbaubaren seife und dem abwischen der utensilien und teller mit desinfektionstüchern gingen meine freunde aus deutschland und ich weiter den berg hinauf aber alle spannungen steigen nachdem ich meine unwissenheit über das essensetikette zur schau gestellt hatte Plötzlich fühlte ich mich in der Gruppe, als würde ich nicht dazugehören. Wir kamen an einer Weggabelung und die Gruppe beschloss einstimmig, ohne mich den längsten und schwierigsten Weg zum Gipfel zu gehen. Meine Freunde scheinen im Schwung zu kommen und rannten beinahe den Berg hinauf. Ich versuchte, mit ihrem rekordverdächtigen Tempo mitzuhalten geriet aber schnell ins Hintertreffen und konnte nicht schreien, dass sie bitte auf mich warten bitte. sollten. Heinrich antwortete, dass wir zu viel Zeit verschwendet hätten, als sein Knopf brach. Wenn ich nicht mithalten konnte, müsste ich allein zum Auto zurücklaufen. Ich wusste, dass er recht hatte. Schließlich hatten wir einen Zeitplan, an den wir uns halten müssten. Wir hatten eine Verabredung mit ein paar Freunden, die in der Stadt auf uns warteten, später abends. Wir begannen mit einem Aufstieg durch felsigen Gelände, bis wir ein großes Plateau erreichten, wo wir uns ausgrüten. An diesem Punkt fingen meine deutschen Freunde an, alles aus ihren Rucksäcken auszupacken und es für alle sichtbar zu präsentieren. Was? Schaut, was wir mitgebracht haben, riefen sie Guck stolz. Mal, gucke Guck. mal. Johann hielt sein GPS-Armband mit interaktiven Karten aller deutschen Wanderwege hoch. Es ist Solarbetrieben und dient auch als Notfallkommunikationsgerät. Ich war erstaunt, wie viel Ausrüstung sie uns brachten. Es schien unnötig für eine Tageswanderung. Aber irgendwie hatten sie immer einen überzeugenden Grund, jeden einzelnen Gegenstand mitzubringen. In der zweiten Stunde begannen meine Beine zu schmerzen und meine Füße taten weh. Meine deutschen Freunde sahen mich mitleidig an und boten mir Schmerzmittel an, die sie für solche Fälle mitgebracht hatten. Wir haben es fast geschafft, sagte Johann. Nur noch sieben Kilometer. Nachdem wir drei Stunden lang den Berg hinaufgewandert waren, erreichten wir endlich unser Ziel. Ein wunderschöner Wasserfall, umgeben von üppigen Grün und Blumen, die aus allen Ritzen der Erde sprießen. Sind alle bereit, weiterzumachen? fragte Heinrich. Wir haben noch drei Kilometer bis zum Gipfel. Mir fiel ungläubig die Kinnlade herunter als ich mich umdrehte und eine Fortsetzung des Weges zu einem noch höheren Gipfel sah. Wir waren nur an einem anderen Beobachtungspunkt, nicht am Gipfel. Ich war mir nicht einmal sicher, ob meine Beine es von hier aus den Berg hinunter schaffen würden. Ich antwortete, aber ich bin müde. Du bist müde, Einrich hat mich gefragt. Kein Problem, wir werden es ohne dich machen. Und damit führen sie ohne mich weiter den Berg hinauf. Es schien, als hätten alle außer mir Spaß. Also drehte ich mich um und ging zurück zum Auto. Meine Freunde kehrten genau in der versprochenen Minute zum Parkplatz zurück. Dank der Planung meiner Freunde waren wir mit unseren Reservierungen für das Abendessen Außergewöhnlich also pünktlich. Was mich betrifft, ich werde tagelang wund sein. Aber jetzt ist es das alles wert. Ich sitze vor einem knisternden Feuer, trinke heißen Kakao und denke mir: Wer mit Deutschen wandern will, sollte seinen Grenzen kennen. I hope this German adventure story was entertaining and that it taught you a few new words. I'll make transcripts available so you can read them later and find those words you didn't understand. I hope you enjoyed this story, German learners. I'll see you next time. Bis bald. Auf Wiedersehen.